Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Minecraft und unserem kleinen Beginn dazu, wie wir die Villa für das Bürgermeisterpärchen hier bauen. Ich habe hier in den letzten Tagen schon mal ein bisschen nebenbei, während ich auf den neuen RAM-Speicher, der unter anderem auch hoffentlich dem Batman-Let's Play jetzt endlich zugutekommt, gewartet habe, habe ich hier so ein bisschen den Boden gepflastert. Ja, so kann man dann hier langlaufen. Sieht ganz schick aus. Schnell durch. Ja, und der Eingang hier ist auch schon soweit fertig und es gibt jetzt sogar so eine Art Auffahrt, beziehungsweise ein Vorlauf, ein Gang, der Weg, um dann zur Villa zu kommen. Und das wird dann hier, das wird unser Eingang werden. Ja, also erstmal so ein kleiner abgerundeter Bereich mit Säulen und hohen Bögen. Und dann ist auch hier schon, das wird das Grundstück sein, auf dem dann die Villa an sich ist. Ja, hier geht es so ein bisschen um die Ecke rum. Hier mit so abgerundeten Fenstern später mal. Ja, nach hinten brauchen die keinen Garten raus, weil die haben das da vorne und die Mauer im Hintergrund zum Schutz. Auch noch einen Garten nach hinten raus zu haben, wäre Blödsinn, weil dann würde der ja in die Mauer reingehen. Das wäre nicht mal ein reichen Ding, sondern es wäre einfach nur noch dumm. Hier ist auch natürlich genug Platz da, nach dahin, ne, damit man zwar rausgucken kann und so, aber nicht, dass da mal irgendwas drüber geflogen kommt. So, und dann haben wir hier unseren Garten. Moment, ich gehe mal eben schlafen. So, das heißt, mein neuer RAM-Speicher ist jetzt endlich verbaut. Gerade eben, irgendwann heute ist er angekommen, habe ich dann direkt verbaut und habe jetzt Minecraft auch ein bisschen mehr davon zugewiesen. Aber da vorne, wenn ich nach da gehe, wo anscheinend wirklich der Teufel wohnt, bricht das trotzdem immer noch kurz ein. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich gehe davon aus, dass irgendwo der Computerteufel in der Hölle sitzt und immer sieht, wenn ich da langlaufen will. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe auch eine ganze Menge Andesit bei. Und Deorit, Granit habe ich keins mehr, also hier nicht. Aber dafür haben wir Slimeblöcke jetzt. Da ich war nämlich auch nochmal bei unserer Slimefarm und habe da den einen oder anderen Slime töten lassen. Wir haben Glowstones. Wir haben Redstone-Blöcke, wir haben Gold, ne? Das ist ja dekadentes Volk, was hier ist. Die wollen ja ihren eigenen Stack an Gold irgendwo rumliegen haben. Lapis Lazuli haben wir auch ein bisschen, wenn wir es brauchen. Ein bisschen Mossy Stones, die werden wir bestimmt auch noch irgendwo mit einpflichten können. Und Sea Stones haben wir hier drüben auch noch. Und genug Stein gibt es also auch. Das heißt, wir haben eigentlich soweit alles, was wir brauchen, um das Gebäude an sich, ja, vielleicht fertigstellen wahrscheinlich nicht, weil mir eigentlich ja bei allen größeren Bauvorhaben immer irgendwann vorkommt, dass ich zu wenig von irgendwas habe. Hier nehme ich mal ganz kurz die Erde und fülle da vorne gerade die Lücke auf. Hier das. Weil es mich gerade ein bisschen stört, dass es noch offen ist. So. Und hier ist aber alles cool, ne? Ja. Gut. Also Erde werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen für hier jetzt gerade. Beziehungsweise würde mich auch nicht wundern, wenn wir die erstmal gar nicht mehr brauchen, weil ich habe mit dem Ganzen, was ich da hinten abgebaut habe und so, habe ich hier schon alles begradigt. Also das ist mittlerweile echt gut. Als normalen Hausflurboden würde ich sagen, nehmen wir auch hier das Birkenholz. Das ist schön hell, immer, ja. Und ich würde sagen, als Wände macht sich eine Akazie, glaube ich, ganz gut, ne? Also sowohl so als auch in meinem eigenen Texturenpaket, das, wenn Gott das irgendwie so zulässt, irgendwann auch noch wieder funktionieren wird. Damit werden wir dann die Wände machen. Und hier haben wir schon
Hier haben wir schon den kleinen Geheimgang sozusagen. Also noch ist es natürlich kein Geheimgang, weil aktuell ist es das Einzige, was aus dem Grundstück hervorlugt. Ja, aber ihr seht hier, dass wenn man sich dann dünner machen muss, dann hat man hier so einen Notfallweg, wo man dann, ja, verdammt, ja, hier war nämlich mal eine Höhle und die habe ich aber auch schon größtenteils umgebaut. Ja, hier ist nur so ein bisschen Wasser. Und dann kann man hier rausrennen. Und dann kommt man hier raus. Ja, was extra, also nach hier hingehend, dann immer weniger auffällig wird. Und direkt unter so einem Baum ist. Und hier ist noch so ein Baum. Dann habe ich hier die Erde so ein bisschen noch aufgeschüttet. So, eigentlich sieht man das nicht. Da will man natürlich auch noch eine Tür oder einen Mechanismus oder sowas hinmachen. Also ich bin dafür, dass sowohl hier als auch natürlich im Inneren ein Geheimweg auf jeden Fall. Also das heißt auch eine Geheimtür entstehen muss, wo dann, ja, sagen wir mal, mit einem Hebel die Türen hier aufgehen. Also dass man, ich denke mal, es wäre ganz cool, wenn das Ganze irgendwie so ist. Und auf der anderen Seite vielleicht auch. So. Dann ist hier vielleicht eine Bibliothek. Kommt hier vielleicht hin. Wird sich vielleicht anbieten. Und dann ist bei der Bibliothek ist aber, sind hier, kommen vielleicht Pistons hin. Mit die, warte mal, wenn ich, ah, jetzt muss ich überlegen, wie machen wir das denn, dass das auch cool genug aussieht. Also wenn ich hier zum Beispiel Bücherregale hinmache und oben Bücher habe ich jetzt gerade nicht bei, und die dann ausgefahren lasse, also von oben nach unten und von unten nach oben ausgefahren lasse, und wenn man den dann ausmacht, dann gehen die auseinander und dann kann man durchlaufen. Das wäre doch, glaube ich, eine Sache, oder? Das wäre doch, glaube ich, eine coole Sache. Ja. Ich glaube, so machen wir das auch. Und dann hätten wir, hier kommen dann auch noch Regale hin und so weiter und so fort. Und das hier ist aber, das wird dann, ja, da weiß man dann gar nicht, dass da in Wirklichkeit Stein dahinter ist, weil das wird komplett von einer Holzwand umgeben, wo auch später, ich weiß nicht, irgendwas drumrum kommt noch oder so. Gucken wir mal. Fürs erste Mal ist das einfach erstmal hoch. Ich würde sagen, dann grenzen wir auch, fangen wir erstmal an, die Räume abzugrenzen. Und währenddessen kann ich ja so ein bisschen rumquatschen. Ne, rumquatschen ist ja immer eine ganz tolle Sache beim Let's Play. Das macht ja auch sonst keiner. Vor allem blöd rumquatschen, da bin ich der ganz allererste vorne dran. Moment. Aber erst einmal, und ich würde sagen, es passt zu einem Gebäude wie diesem, wenn hier diese Wand ist, dann kommen hier auch noch Bücherregale hin. Und dann wäre das so passend, ne? Ja, Doppeltür natürlich. Ja, die Tage habe ich hier schön nachts am Wochenende saß ich hier und war auch noch unter anderem hier dran, so ein bisschen am Machen und am Tun und Bewerbungen noch, weil ich mich momentan noch bei anderen Stellen bewerbe und dann noch ein bisschen hier und da bei Arbeit, weil so 5-6 Sachen auf einmal am besten machen. Ist immer cool. Ich würde sagen, das muss echt. Ich will hier in dem Bereich, will ich gar keine. Ich wollte erst das hier abtrennen. Also hier irgendwie abtrennen, habe ich gerade gedacht. Und dann, dass man da raus. Aber ich find das viel geiler, wenn das hier ein riesiger, offener Bereich ist. Also das hier. Und hier wiederum kommt aber eine Wand hin. Und dann aber auch nochmal mit. Warte, wo macht ein Gang denn Sinn? Hier hinten? Macht das Sinn, wenn das so wäre?
Weil wir haben, ah ja, weil ich mal eben sagen wollte, die Räume im unteren Geschoss sind höher. Also wir haben hier eine Deckenhöhe von 5 oder sowas. So, was ich aber sagen wollte. Und zwar, war ich halt ein bisschen so an ein paar Sachen am Arbeiten, etc. pp. Und dann habe ich mir so, boah, voll lecker. Ich habe mir so einen Sandwich-Maker, habe ich noch, irgendwo hier rumstehen gehabt. Und dann habe ich mir... So mitten in der Nacht habe ich mir so Sandwiches gemacht, ne? So schön, die dann so automatisch diese so einen Deckel oben drauf und dann presst du das so zu und dann macht er so schöne Dreiecke aus dem Sandwiches so automatisch und dann wenn die warm und der Käse da drin verläuft so lecker und so, ne? Also richtig cooles Zeug. Und habe ich mir gedacht, boah, voll cool. Mach ich mir jetzt ein fettes Sandwich oder beziehungsweise 5 und fress mich voll. Das war der Plan. Der Plan war auch echt eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Der Plan war auch ziemlich geil, muss ich echt sagen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Sandwiches dann fertig hatte. Und die dann schön auf den Teller gelegt habe, dann zurück ins Zimmer gegangen bin und dann da reingebissen habe und mir einen Zahn abgebrochen habe. Mann, das war so schön. Ja, und vor allem, ich habe mir den Zahn nicht nur abgebrochen, sondern der ist innen abgebrochen. Und dann, weil ich in dem Moment ja am Kauen war, ist der nicht mal ganz abgebrochen, sondern hat sich durch das Draufbeißen in dem Moment so ein Stück ins Zahnfleisch getrieben. Mann, war das schön. Das war der beste Tag, beste Moment an dem ganzen Tag für mich. Ironie. Und es war, zu dem Zeitpunkt war es 3 Uhr morgens. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal Scheiße gerufen. Ja. Und bin... Ja, dann extra wach geblieben, damit ich samstags morgens um 8 Uhr hier in der Nähe zum Zahnarzt gehen kann, wo ich voll der Fan von bin, weil ich bin der Über-Zahnarzt-Freund. Ich finde das voll geil, wenn ich Leuten erlauben muss, mir spitze Gegenstände in den Mund zu stecken und Werkzeug, elektrisches Werkzeug und Spritzen und so, da bin ich voll der Fan von. Mann, finde ich das cool. Ne, also... Ist jetzt überhaupt nicht so, als wäre ich 3 Milliarden Tode gestorben in dem Moment, wo der meinte, ah, das müssen wir betäuben. Ha, ich habe da so eine Spritze. Ich dachte mir, geil, ich habe da so Fäuste. Aber, der Mann, der macht ja leider auch nur seinen Job. Und, der kann ja auch nichts dafür, dass die anderen Ärzte, wo ich bis jetzt immer war, halt Ärsche waren. Aber da musste ich halt dann durch, ne, weil das Zahnfleisch echt schon entzündet war, wo ich hingegangen bin. Weil ich mir halt, also der ist richtig spitz auch abgebrochen, dieses Stück Zahn. Und ich musste mir dann selber auch erst noch, weil der an irgendwas noch dran hing, musste ich mir den selber noch das Reststück rausreißen. Und war halt blöd dann, ne? Samstags morgens gehst du dann, wo andere vom Feiern wiederkommen oder so, gehst dann zum Zahnarzt und der guckt dich an. Und wie war die Nacht? Weil ich hatte total die roten Augen. Ne? Ich bin extra 6 Stunden länger, 5 oder so Stunden länger zum wach geblieben, nur um zum Zahnarzt zu gehen. Was halt nicht Nummer 1 auf meiner To-Do-List war. Sagen wir das einfach so. Und ich so, nee, feiern war nicht. Ich war noch am Arbeiten und der so, ah ja, klar, arbeiten. Ich so, nee, wirklich, ich bin hier Grafiker und so und ich hatte noch zu tun. Und die Assistentin von dem, wo ich echt, also der Zahnarzt, der, also unglaublich, was für Mädels hier bei diesem Zahnarzt arbeiten. Das ist ja unglaublich. Wenn ich nicht wegen meinen Zähnen da gewesen wäre, ne? Also dann, weiß Gott, also dann, aber hallo. Heilige Scheiße, sag ich nur. Und, so, machen wir das hier noch so. Das wird ein Raum. Hier hinten wird das so abgetrennt. Wo war ich? Steile Zähne, da war ich bei.
Ah, verstehst du, steile Zahnarzt und steile Zähne, Zahn abgebrochen, spitzer Zahn und ja, ist ja auch egal. Nee, aber dann wirklich, war halt echt super doof, ne? Ich hab da so einen Flyer irgendwo aus dem Wartebereich, habe ich mir so einen Flyer mitgenommen, wo passenderweise auch noch was über Angstpatienten und Zahnarztbehandlung stand, und dann habe ich, während der da in meinem Mund am Werken war, habe ich halt, diesen Flyer zerdrückt. Weil ich musste mich, also ich habe mir echt mein Happy Place in dem Moment im Kopf ausgemalt. Weil, ey, Zahnarzt geht gar nicht, ne? Mal ganz im Ernst. Also das ist, ich verstehe auch nicht, wie Leute, also das ist einfach nicht mein Ding. Also ich musste jetzt halt auch zugeben, beziehungsweise ist ja nicht so schlimm. Der hat gesagt, bei mir sieht das eigentlich recht okay aus. Ich war halt 8 Jahre lang jetzt auch nicht mehr beim Zahnarzt, eben weil ich mega schlechte Vorerfahrung jetzt in den letzten Jahren immer mit dem Zahnarzt hatte. Aber der ist cool. Also dem könnte man fast vertrauen. Muss ich mal überlegen, wie wir das hier machen. Aber die Sache ist einfach die, ich erlaube, das ist total wahnsinnig, jemandem anderen, einem Menschen zu erlauben, mit Elektrowerkzeug in deinem Gesicht in der Nähe deines Gehirns, ja, das ist ja nur einmal abrutschen und dann haut er dir das Ding in den Hals oder niest falsch und dann hast du einen Bohrer im Genick. Weißt du, so. Wenn ich mit einer Flex oder mit einem Schlagbohrer vor dir stehe und sage, ey, mach mal den Mund auf, dann sagst du doch auch nicht, ja, ist okay, ich mache eben meinen Mund auf, weil das klingt für mich gerade wie eine ganz logische Handlung. Das ist nicht normal. Ach, warte, hier wollte ich auch noch. Ich wäre dafür, dass... Wie machen wir das denn? Mache ich hier auch so? Damit die... Nicht... Also, das hier, die Wand. Damit Leute von außen nicht sehen. Ja, ich glaube, das machen wir. Wir verkleiden das hier von innen auch nochmal mit Holz. Damit das so voll krass aussieht. Aber hier machen wir dann... Irgendwie so... Das haben wir. Ja, finde ich vielleicht sogar ganz gut. Dann kann hier in dem Zwischenraum kann auch nochmal irgendwas sein. Lagerraum oder sowas. Zumindest auf dieser Ebene. Wobei vielleicht auch Geheimgänge noch. Können wir ja auch mal drüber spekulieren. Geheimgänge sind vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Sache. Also, haben wir ja sowieso schon einen. Aber hier zum Beispiel machen wir dann wieder ganz normal. Damit von außen auch nichts auffällt. Nee, aber boah, weiß ich nicht. Ey. Ne, Spritzen sind sowieso schon nicht so mein Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt. Ich mag es einfach nicht, also gestochen zu werden. Ich meine, komm damit klar, auf jeden Fall so. Ich konzentriere, also je nachdem, wer das macht, so komme ich darauf klar. So, dann gucke ich kurz weg und dann piekst mich halt. Dann. Bist halt nur nicht mehr, nie wieder mein Freund. Ende aus. Ja, du hast mir gerade eben wehgetan. Du hast forciert mir. Ich wäre der schlechteste Junkie dieser Welt. Ja, jemand, der Schiss davor hat, sich eine Nadel zu setzen. Ich wäre einfach mal der beschissenste Junkie dieser Welt. Nee, aber das ist. Weiß ich nicht. Und dann auch noch Spritze ins Gesicht, weißt du, so. Oh, gar nicht. Wie kommt man nur auf so eine Idee? Aber ich muss sagen, hat er dann recht gut gemacht. Der hat mir erstmal eine Spritze auf die. Ich habe ja gesagt, ich habe mir die Innenseite habe ich da reingebissen im Endeffekt. Dann und dann hat er mir auf der Außenseite vom Zahnfleisch hat er mir erstmal eine Betäubung gegeben. Das habe ich nicht. Also da muss ich wirklich sagen, der hat das so sanft und so gut gemacht. Ich habe das nicht mal bemerkt. Ne, weil der hat echt anscheinend Ahnung davon, was er macht. Mag man sich gar nicht vorstellen. Manche Leute wissen, was sie tun. Aber als er mir dann halt die Spritze, da wo ich halt reingebissen hatte schon, wo das Zahnfleisch schon entzündet war, da habe ich das halt auch gemerkt. Ne? Also habe ich ihm dann auch gesagt, hat er dann auch vorsichtig gemacht. Fand ich recht gut. Ist ein netter Typ.
Vielleicht würde ich ihn sogar als netten Menschen bezeichnen, wenn er mir nicht Spritzen setzen würde. Ja, und dann hat er mir schnell so eine Zahnfüllung da reingemacht, ne? Also auch ging auch recht fix das Ganze. Muss ich auch sagen. War gut.